Bist du jetzt eigentlich zum Schwein mutiert? Manchmal habe ich das Gefühl, du mutierst zum Schwein. Weißt du, das bringt mich auch mit einer guten Überleitung zum neuesten Video von Mythenakte. Spaß. Wieso, was passiert? Strengheim! Heute mit den größten Tolo unter der Sonne. Handys Stange. Es ist halt. Ja, das muss wieder der Aaron sein, wenn es uns fehlt. Ja. Aber. Batman. Nein, Mothman. Ja. Mothman ist ein Monster. Ein Superheld? Das ist kein Superheld, das ist ein Monster. Ein Monster, das. Aus Versehen. Kennst du auch die Serie Ein Monster aus Versehen? Ja, das habe ich hier. Das war so genial. Was fandest du besser? Ein Monster aus Versehen oder die Monster AG? Monster AG. Aber die Monster, schau mal, die Monster KG. Monster KG. Monster GmbH. Die Monster Kompanie. Die Monster Firma. Stell dir das mal vor. Das Monster Unternehmen. Oder die Monster Uni. Die Monster Uni. Ja, das Was für Horrorspiele habt ihr denn so gespielt? Mhm. So wie Slender. Ja, Slender habe ich gespielt. Slender. Und da habe ich mich richtig geschreckt, wie dann dieser Mann im schwarzen Anzug gekommen ist. Urkomisch. Wer ist der? Mann, glaube ich. Ja. haben wir eigentlich nie geschafft, alle Seiten zu kriegen. Ja, ich glaube 4 Seiten war das höchste, was ich geschafft habe. Oh. Dann kam der Mann und hat mich mit seinen diesen Tentakeln, die ihm aus dem Rücken rauskommen. Da kommen können. Hat er mich erfasst. Doch Comments. Doch Comments. Und wenn ihr es nicht glaubt, dann schreibt ihr es in die Comments. Aber was ich spiele euch nicht so gerne Horrorspiele. Und abseits von Slender, Pandemonium 2. Ja. Und Gex 2. Und ich habe auch noch gespielt Fragile Dreams. Schau es dir mal. Und das allerschlimmste Horrorspiel, der LSD Dream Simulator. Das hast du noch nie gespielt. Und arguably noch schlimmer, Frogger the Great Quest. Oh, yeah. Das ist wirklich schon ziemlich crazy. Also da. Ich hab die Kiste nicht mehr zurück. Da kommst du locker zurück eigentlich. Dieses Video, Bild und Ton, ist privat geschützt. Private Vorführungen nicht gut. Was ist denn deine Meinung über Peppermint Anime? Was haben die gemacht? Die haben gemacht. Die haben gemacht Akage ga Kill. Und ich habe mir das angeschaut auf Pro7 Max. Ja. Mhm. Weißt du, was der Max gesagt hat? Wollen die mich auf den Arm verkaufen? Ich glaube, das wollen sie. Oh ja, das wollen die. Wo geht's lang? Hier Killer Benny meint, Slender hat die Tentakel von Elfenlied geklaut. Was hat das geklaut? Die Tage? Die Tentakel. Achso, wirklich? Ich habe Elfenlied nicht geschaut. Aber apropos Anime. Ja. Aber apropos japanische Anime. Das ist ja wichtig, das ja. Ja, ich hab's eh gesehen. Weil es gibt ja auch koreanische Anime. Mhm. Ja. Mhm. Aber bei Akage ga Kill, ich glaube es heißt. Pass auf jetzt, Achtung. Ich hab eine verfehlt! Die wäre da gleich! Die war noch nicht gewesen! Nein, hör sie nicht, hör auf jetzt! Und deinen Toll in die Hand, durch das ganze Land. Vielleicht, interessiert es euch ja, wenn ich meine Meinung über Akage ga Kill berichte. Jedenfalls ist das eigentlich jeder Anime aller Zeiten. Finde ich. Das hat wirklich alle Anime-Tropen. Okay. Also alle. Wieso ist der Crash? Also wirklich alle. Wieso ist der Crash eigentlich so gut? Nicht überspielen. Das machen wir nicht. Okay. Wieso ist er so rot? Ja, keine Ahnung. Sonnenbrand? Er ist so gut, ich meine. Gut. Er war ein einzelner Beuteldachs. Ja. Er wurde mutiert zu einem Beuteldachs mit Füßen. Ja! Und jetzt rennt er da durch Pyramiden und so. Durch Pyramiden? Ich meine, wie kommt er dazu? Ich meine, da gibt es sicher bessere Leute, die das. Nein. Ich meine, er ist eigentlich ein Tier. Nein, im Gegenteil. Wieso muss er eigentlich die Welt ständig retten? Er ist irgendein Tier in Australien. Ja, weil er halt. Kann ich dir für die Polizei? Was soll das jetzt? Wie soll ich mich auf den Arm nehmen? Er will Revenge auf Dr. Neo Faro's Cortex. Ja, okay, dann
Hey, lies auch die Kommentare. Animes aus Japan habe ich geguckt, Elfenlied. High School of the Dead, das habe ich ein bisschen geschaut, eine Folge. Aber dann waren die Zombies da und haben die Polizei gegessen. Wow. Okay. Dann habe ich Angst gehabt. Ja, ist jetzt das. Ja, ja, okay, für Junge. Chobits. Stell dir vor, ich kann echt sterben. Bei Chobits habe ich nur den Trailer gesehen. Aber ja, ich hab das auf DVD. Ja, gib mir das! Nicht das ist also, du wohnst ja bei mir. Da kann ich das nicht anschauen. Weil sonst schaust du es auch und das will ich nicht. Schau, so Helsing ist halb. Ich will Helsing auch einmal schauen. Ich glaube, das ist gut. Weißt du, was ich aber auch gern schauen will? Ich will schauen Gurren Lagann. Ich glaube, das ist eigentlich der beste Mecha-Anime. Oder was ist deiner Meinung nach der beste Mecha-Anime? Code Geass. Ja, hör auf, bäh! Lelouch wie Britannia. Wohl eher Lelouch. Die Lusche. Lelouch, dann gab's Susaku. Rugi. Und über die anderen Charaktere will ich eigentlich gar nichts sagen. Verstehst du? Rolo. Speisemittel eigentlich, mehr nicht. Der King, was war mit dem los? Er fliegt am Schluss irgendwie wie ein Genie herum. Ganzer Anime ziemlich verrückt. Was, in einer Nussschale? Wolltest du das sagen? Ciao, wie gemein sind die? Bis zum Himmel, bis zum Tolo, bis zum... Ah! Because all your friends are clowns. Kennst du noch das Lied? I'm the Celtic Guardian. Pokémon und Doraemon Periode. Tja, periodisch gemessen ist es schon eine ziemlich gute Conception. Verstehst du, was ich damit eigentlich sagen will? Die Konzeption. Mhm. Lasst uns jetzt auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Nämlich die Verkappung der Jugend. Immer wieder sehe ich es auf der Straße, kommen sie mir schon entgegen. Gerade mal 12. Vielleicht 13. Alkbottle. Oh. Links, rechts, diese teuflischen Apple-Telefone. Weißt du, was die Kinder damit machen? Was? Sie telefonieren nicht mal mehr. Sie chatten und schreiben sich Textnachrichten. Ja, ja. Textnachrichten, okay. Hier ist das gesprochene Wort nichts mehr wert in der heutigen Jugend. Text und Emojis. Emojis wie ein Affe, der sich die Augen zuhält. Kennst oder du die Affen? Die drei Affen? Der eine hält sich die Augen zu, der andere... Ja, das ist I don't hear anything, I don't see anything, I don't smell anything. Ja. Habe ich jetzt nie ganz verstanden, was das echt wirklich zu bedeuten hat. Aber okay. I'm the Celtic Guardian. Das ist der lila Gem hier. Der Liederne, verstehst du? Okay. Mein Lieblingscharakter von allen Animes, die ich je aufzähle, ist Mariko aus Elfenlied. Okay. Warte, wer war die nochmal? Ich weiß nicht, ich habe Elfenlied ja nicht geschaut. Habe ich geschaut, aber ich kann echt nicht auf die Namen nehmen. Okay. Okay. Als Kind habe ich immer... Schau, das ist eine Riesenbox. Wow, eine Riesenbox. Urriesig, gell? Nee, jetzt mach ich sie richtig. Jetzt machst du sie kaputt. Und dann sind es eigentlich ur viele Kisten. Mehrere. Sag mal mehrere. Melele. Wie viele Leute sagen auf Melele, gell? Doch, wie viele. Manche Menschen sagen einfach so Muu und ich verstehe nicht warum. Hast du es hier verstanden? Wow, hast du gesehen? Was sind so Witze, die du nie so ganz verstanden hast? Bei mir ist es, er trainiert sogar die Beine. Das verstehe ich nicht. Ja, das sind solche Fitnessstudio-Witze, die ich nicht verstehe, weil ich nicht ins Fitnessstudio gehe. Aber warum ist es so wichtig, die Beine zu trainieren? Ich meine, was hat es damit auf sich? Keine Ahnung, dass du gut laufen kannst? Ja, wahrscheinlich, glaube ich. Mariko ist die 5-jährige brutale Killerin! Wow! Das ist ja arg. Eg? Ding! Ja. Es ist arg. Also ich glaube, Elfenlied ist ein Anime, wo man wirklich vorsichtig sein muss, wenn man schaut auf die Altersbeschränkung. Mhm. Aber der gute Anime-YouTuber Kurono hat jetzt ein Video hochgeladen, die Top 3 Awesome Anime. Und die nächste Wasserleiche. Hm? Und der nächste bitte. Nein, hör auf. Und was war das? Wenn du jetzt runtergefallen wärst, wärst du das Ding gewesen, ne? Werdest du das nicht nochmal machen können? Auf sowas antworte ich jetzt gar nicht. Ja, stattdessen rede ich über Kurono, der eine
Video-Anekdote gepostet hat. Yeah. Die Top 3 Awesome-Animes. Weißt du, was da mitunter dabei war? Was? Irgend so ganz komische Sachen. Nein, wirklich, ich weiß das nicht mehr. Was sind so deine Lieblings-YouTuber? Frage ich dich mal. Und natürlich Killer Benny und Madcap dürfen auch antworten. Wow, hier geht das Wasser auf. Und? Und 3, 2, 1, go! Kennst du Let's Go Tenjiku? Nein. Der ist richtig gut. Lieblings-All-Japan-Pro-Wrestler? Mitsuharu Misawa, Jun Akiyama oder Kawada. Keine Ahnung, wie der mit vorne heißt. Ja, aber der Kawada halt. Ja, keine Ahnung, aber weil Madcap schreibt, keine Ahnung, wieso viele im Internet am Schluss den Satz Period schreiben, Kupo. Was heißt jetzt Kupo? Das hier von Final Fantasy, so ein Meme. Nein, das ist von Kingdom Hearts. Was sagt das Kind, das nie Final Fantasy gespielt hat? Mhm. Okay. Ich verstehe aber nicht, warum die eigentlich Mowgli heißen. Ja. Die heißen doch Mowgli, oder? Ja, das ist ja wegen Kingdom Hearts, wegen Disney. Ja, nein, das ist aber, jetzt kannst du mir jetzt nicht erzählen. Weißt du, wie Kingdom Hearts zustande kam? Wie? Treffen sich zwei Employees. Einer von Square und, einer? Und der andere von Circle. Und dann sagt er von Circle, hey, ziemlich cool, was ihr da tut. Und der von Square antwortet ihm, naja, Final Fantasy ist auch nicht mehr das, was es mal war. Der 11. Teil, der jetzt rauskommt, ist ein Online-Spiel. Naja. Der von Circle sagte, oh, aber ich habe eine Idee. Wir machen was richtig Tolles. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Disney-Figuren für ein neues Final Fantasy verwenden? Square sagte, nein, danke. Circle antwortete darauf, wie wär's mit Mickey Mouse, Simba, Pinocchio, Mowgli, Mowgli ist nicht überlegen. Ariel, da! Wurde er stutzig, der Typ von Square. Ariel! Da kann man wohl was draus machen. Dann ging er zu seinem Chef, der ihm sagte, du bist mein Mann, du hast wirklich eine gute Entscheidung hier mit dem Circle-Typ angenommen. Und dann kam Kingdom Hearts aus der Müllpresse, die ist Square Enix herausgeschossen. Tja, mein Lieblings-YouTuber ist Platz 3, Arasul HD, kenne ich nicht. Platz 2, Krantelbart. Krantelbart. Kennst du den, der ist den Namen nicht? Ne, das ist ja von Weihnachtsmann und Kukage. Kennst du nicht Krantelbart von Weihnachtsmann und Kukage? Nein. Das ist der Heavy-Metal-Typ. Weißt du nicht, der Heavy-Metal-Typ? Der böse Weihnachtsmann. Der ist nicht der böse Weihnachtsmann. Nur weil er so einen Bart hat und so fett ist, ist nicht ja. Der Weihnachtsmann. Ja, aber dann hätte sie noch anders designen können. Nein. Der muss halt jemand sein, der den Weihnachtsmann gut ausspielen kann. Das geht nur, wenn der fett ist und ein Bart hat. Ja, sicher. Ich meine, was glaubst du nicht? Also, ich kenne den Krantelbart nicht. Aber, warte, wer ist der Letzte? Wer ist der Oberste? Der Ameisen-Oberst. Todo. Echt? Ja, von Kotkis, kennst du? Krass. Also, das ist wirklich krass. Ich kenne da keinen einzigen davon. Und ich schaue viel YouTube, muss ich euch sagen. So liest du dann den Matrix vor. Ach so. Wir singen jetzt in der Volksschulerlebnis. Da sagt die Lehrerin, wir singen jetzt das Lied Anders sein. Und ich verstehe Anderson. Und ich wusste da nicht, ich weiß nicht, was, okay, was singen wir jetzt? Und dann starten sie an, ich bin ein bisschen nervös. Und dann starten sie und geben so den Chor an. Und ich singe halt so, Gloria, Victoria, da, 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 da. Weil das ist ja Anderson, gell? Allein zwar Columbus, okay. Du hast gewonnen, okay? Dieses Argument gebe ich dir. Okay, dann siehst du es vor, weil das ist keine ich Zeit. Ich kannte den Joke von FF Fables Chocobos Dungeon. Also derzeit habe ich nicht gerade Lieblings-YouTubes, weil ich in letzter Zeit viel Rohmaterial schaue. Tja, Rohmaterial ist eine komische Sache. Wenn ich meine Videos auf YouTube hochlade, meine Make-up-Videos, dann haben die einen ganz anderen Titel auf YouTube, als sie eigentlich auf meiner Pfeilbüchse hießen. Mhm. Auf meiner Pfeilbüchse haben die so Namen wie Au, warum stupst du mich? Das Video, wo ein verrückter Mann passiert. Das Video, wo ein Unfall passiert. Das clevere YouTube-Video. Oder auch
Scarapeus trifft auf Thaddeus die Nasentransplantation. Hm. Vielleicht kennst du schon den neuesten Witz, der auf Facebook jetzt die Runde gemacht hat. Echt? Der fragt den Elefant ein Kamel, warum es die Höcker eigentlich auf dem Rücken hat, woraufhin das Kamel antwortet, wieso hast du im Gesicht einen Rüssel, worauf der Elefant antwortet, weil ich den als Greifarm brauche, weil vierbeinige Tiere im Normalfall keinen Greifarm haben. Daraufhin lacht das Kamel nur und sagt, naja, ich hab Höcker, damit die Menschen auf mir sitzen können. Der Elefant sagt, sowas kannst du ja niemals auf dir sitzen lassen. Der Witz entwickelt sich langsam. Aber das war jetzt schon der Witz, verstehst du? Das kannst du niemals auf dir sitzen lassen. Weil der Witz daran ist, dass Menschen sich wirklich auf die Höcker von Kamelen draufsetzen. Oh, verstehst du? Das ist nicht gut. Weil das Kamel ist ein Nutztier. Mhm, ja, ich weiß nicht. Ja. Hallo SafePoint 91. Servus! Servus! Bockene! Nein! Verdammt, ich bin so dumm im Kopf. Warte, mach eine Bauchklatsche drauf, vielleicht. Nein, da, Achtung! Achtung! Bist du bereit für den größten Moment des Lebens? Ja, jetzt bin ich aber dran. Ich hoffe, du versaust das nicht so wie ich. Azul HD, 140 Abos, Grantelbart, 15.000 Abos. Nein! Ich hab nicht nachgedacht. Netodo hat 50.000 Abos. Ja, das muss ich ja also eigentlich sind die ganz schön große Menschen. Mhm. Einmal hat mich jemand gefragt, kam das Thema auf, hey, du bist doch ein YouTuber, oder? Und meine Antwort war darauf, ja, aber kein großer. Dann kamen wir ins Gespräch und ich sagte, ich mache Videos über einen Wrestler, der in eine Backyard-Liga geht, wo er dann auf John Cena trifft und seinen Titel stiehlt. Und ich habe dann immer so gesagt, so, ja, aber es ist jetzt nicht so professionell wie die Videos, die man jetzt von den ganz großen YouTubern kennt. Und dann, aber alle waren so urpositiv und haben gesagt, ja, das hört sich urcool an, voll die krasse Idee hier. Wo war das? Das war, wie ich bei Sand in the Beach war. Plötzlich Sand in the City heißt das. Ja, da war das Künstler, der Künstlertreffpunkt von amtierenden Manga-Zeichen-Wett-Champions aus Wien. Ich habe natürlich gewonnen. Sehr gut. Auf die Riss. Oh, cool, du bist gestorben. Also, du hast die Kommentare mal wieder nicht vorgelesen, oder? Ich habe den Save Point vorgelesen, der sagte Servus. Hey, sollten wir uns vielleicht mal vorstellen? Nein! Es ist so verlockend! Es ist so verlockend, ich sag's dir. Ich kann nicht widerstehen, es tut mir wirklich leid. Ja, das ist... Ja, okay. Und ich weiß nicht, ob Ostkanäle dazu zählen. Natürlich, mein Lieblings-YouTuber ist You All Suck. Der lädt einfach nur Videospiel Ost.